Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Plants vs. Zombies Teil 2. Heute möchten wir mal entsprechend, ich muss noch ganz kurz mein Mikrofon, glaube ich, eintrimmen. Nee, sieht gut aus, ein ganz kleines bisschen kleiner. So, ich möchte Level 1.11 noch probieren, da gibt es ein Geschenk danach. Und mal schauen, was wir hier entsprechend nehmen können in dem Level. Dieses Level ist eine feste Koordinate in der Raumzeit. Hier musst du mit diesen Pflanzen gewinnen, sonst verzerrst du am Ende noch die Realität. Boah, die Häuser. Bloß nicht die Realität verzerren, am Ende tust du dir noch weh. Okay. Wir haben nur eine bestimmte Pflanzenart und wir müssen hier. Okay, es wird natürlich wieder sehr, sehr spannend. Ich denke, wir werden auch viel mit Exploding arbeiten müssen. Sieht so ein bisschen danach aus, dass wir. Dass wir erstmal die kleinen nehmen, um uns zu unterstützen. Dann machen wir eine Reihe mit den 175er. Aber da unten kommt schon der nächste. So, ist noch alles recht ruhig. Aber ja klar, dass das nicht so bleibt. Da kommt schon die nächste Reihe. So, noch einen. Dankeschön. Hier muss ich wohl offenbar ziemlich stark ersetzen. Sieht echt so ein bisschen danach aus. Oh, in der Mitte kommt noch einer. Und ich muss gucken, dass ich möglichst schnell den 175er aufbaue in der einen Reihe. Okay. Ja, wirst du mir wohl meinen lassen. Dankeschön. Dummsäckel. So, der gehört mir. Hier schütze ich. Na, da, oh nein, ich habe rausgetappt. So, da oben brauche ich einen 175er noch, damit wir den mit der. Oh, ist scheiße. Sind die zu stark? Okay, ich werde hier mal einmal entsprechend schießen. So. Damit wir da irgendwie durchkommen. Da oben brauche ich. Hier brauche ich auch. Ich brauche einen Steini. Steini. Und du löscht mir den hier wohl weg. Danke, Steini. So, da ist noch ein Sprössling. Den kann ich auch gut gebrauchen. Und jetzt sollten wir mal anfangen, hier dann unsere Absicherung reinzumachen, oder? Na, Mist. Ich glaube, ich setze den Tosen noch mal ein. Ah, ich hoffe nicht, dass es zu unnötig war. Na, der gehört mir. So, den als Absicherung rein. Und hinter den einen Steini basteln wir am besten dann auch gleich einen dahinter. Na, mein. Man muss hier höllisch aufpassen in dem Level. Nein! Hier wollte ich doch gar keinen so einen. Hier wollte ich so einen haben. Ich bräuchte eigentlich echt sowas. Okay, ich bräuchte eigentlich hier gerade echt. Na, noch mal einen. Oh, das ist echt teuer. Ich glaube, die Midlane kann ich nicht halten, oder? Ja, die Midlane
ist verloren. Scheiß. Oder? Ja, doch. Okay. Mussten wir einmal so... Na toll, jetzt kriege ich's halt. Nein! So, hier noch ein Stein hin. Und einen kleinen dahinter. So. Ah. Lass mir meine Pflanzen. Die graben wir mal aus. Dann machen wir hier auch eine große hin. So, da oben der Eimer Joe. Na, konnten wir nicht retten. Doch, können wir noch retten. Oh, die wird teuer. Das Level wird echt teuer für mich, glaube ich. Ich muss nochmal blitzen. So, einmal hier. Ich brauche einen Steini. Da ist noch ein Sprössling. So. Natürlich, jetzt bekomme ich auch nochmal hier Saatgut. Ich bräuchte eigentlich die Updates. Okay, der ist... Wird schon zerbröselt. Da noch einmal. Und jetzt kommt die Riesenladung. Okay, welchen nehmen wir? Na komm, schaffen es meine Jungs. Ich baue hier noch mal einen hin. Und ich befürchte ganz Schlimmes für diese Reihe. Komm, dann machen wir einen finalen Ritt. Okay. Damit konnten wir hier ein bisschen absichern. Habe ich da hinten? Da hinten habe ich noch eine Normalpflanze. Die ersetzen wir auch noch durch eine große. Oh, wirklich so viele mit Helm? Steini, komm, Steini. Okay, das war auch wieder teuer. Da machen wir ein Kamel hin und dann will ich eigentlich... Oh. Okay. Also Downlane ist verloren. Ich möchte eigentlich nicht nochmal einen. Okay, die können wir noch schaffen. Aber ich glaube Toplane und Downlane sind... auch kein... Toll, und der schafft's oben natürlich nicht. Ja, ich weiß, dass du es willst. Ich kann höchstens probieren, hier noch den hier irgendwie. Komm. Und dahinter... Ja, toll, sie haben schon aufgefressen. Okay, der ist auch verloren, aber wir haben das Level zumindest geschafft. Wenn auch es ein ziemlicher Pyrrhus-Sieg war. Zumal mir in diesen Zombies für fette Belohnungen. Okay, wir bekommen einen neuen Endlos-Modus. Und wir bekommen ein neues Kostüm. Also, das war Level 1.11. Wir schauen noch einmal in unseren Zen-Garten, was es da gibt. Und hier habe ich langsam einige Pflanzen, die wir auch einsetzen können. Gut, ich danke dir vielmals fürs Zuschauen und dann sehen wir uns morgen zu einer neuen Runde. Hier bei Plants vs. Zombies Teil 2. Bis dann, ciao, ciao.